Innenpolitisch haben wir jetzt eigentlich so ziemlich für Ruhe gesorgt. Ja, unser Freund Herzog Lup führt noch den Krieg gegen Graf Giraud, aber der ist eigentlich so gut wie entschieden, da Graf Giraud die finanziellen Mittel ausgehen. Er war ja sogar direkt bei uns am Hofe, hat er irgendeinen Vorwand gesucht, das Volk dort leidet und so weiter und so fort. Aber da haben wir uns nicht von beeindrucken lassen, seine List durchschaut und ihn nicht unterstützt. Jetzt widmen wir uns wieder der Außenpolitik zu und wir sehen hier vor uns schon zwei kleine Kinder. Das auf der rechten Seite ist unser Sohn und Erbe Louis, unser erstgeborener Sohn. Und auf der linken Seite haben wir, ich glaube, es war jetzt die Sophia aus Deutschland. Wir haben mit Deutschland bereits ein Bündnis. Man sieht es auch so ein bisschen, sie ist ein bisschen größer, ist ein ganz kleinen Ticken älter. Das ist ja eigentlich immer recht untypisch. Unserem eigenwilligen König ist das aber egal. Hauptsache, er kann hier ja das Bündnis verfestigen, vertiefen. Und das ist ihm wichtig, denn Deutschland ist eigentlich somit das mächtigste Land in Europa, ist ein sehr wertvoller Verbündeter für Frankreich und ja, wir haben außerdem nicht allzu viele andere Alternativen. Es wäre noch möglich, ein Bündnis mit Bayern zu schmieden, da ist aber die Tochter bereits 8 Jahre alt und das ist mir einfach ein bisschen zu alt. Zumal unser zweiter Sohn ja jetzt gerade erst geboren ist und da ist der Abstand einfach zu groß. Das heißt, dieses Bündnis hier oder diese Verlobung, da würde ich mal anfragen. Ich gehe mal davon aus, dass der König von Deutschland da zustimmen wird. Und bei unserem anderen Sohn, da warten wir einfach mal ein bisschen. Vielleicht kriegt ja noch irgendein Königspaar eine Tochter. Und dann könnten wir da einheiraten und dann wäre die Tochter auch nicht allzu alt. Die 2 Jahre Unterschied, die würde ich hier mal getrost ignorieren. So, wir schauen direkt nochmal rein und fragen da mal an. Ja, hier, Sophia Carling-Lehr ist das. Und das Besondere an ihr ist auch noch, dass sie neugierig ist. Das ist natürlich immer ganz nett, inwiefern wir das jetzt hier herausgefunden haben. Ja, oder hätte das die Entscheidung beeinflusst? Wahrscheinlich nicht. Man sieht aber sichtlich, dass sie ein hübsches Kind ist und das ist ja auch immer ganz nett. Okay, jetzt auch im Alter von 5 Jahren, aber auch mit 5 Jahren kann man natürlich uneinsehnlich sein und sie ist kerngesund. Ja, also wirklich von den Eigenschaften, die man hier schon erkennt, sehr schön und ja, gehört natürlich hier zum mächtigen Deutschland. Und da schauen wir auch gleich nochmal drauf. Ich will das nämlich nochmal zeigen. Hier knapp 23.000 Mann, selber verbündet mit Herzog Dietwin von Hessen, also so ein internes Bündnis und hat aktuell den Waffenstillstand hier mit der Königin Dragomira von Polaben. Und da ging es ja hier um diesen Anspruch über Holstein und da haben sie ja erst den Krieg gewonnen. Von daher gibt es jetzt hier aktuell auch keinen großen Konflikt, in den wir mit hineingezogen werden würden. Und das Schöne bei so einem mächtigen Land ist natürlich auch, dass die ihre Kriege eigentlich fast selbst auch immer führen können. Und ich drücke es jetzt einfach mal ganz simpel aus, bei irgendeinem Popelland mit dem ganz kleinen Heer, die gucken dann einfach, dass sie die Verbündeten ausnutzen und reiten einen dann in jeden Krieg rein und das wollen wir natürlich auch nicht. Von daher fangen wir jetzt einfach mal kurz an. Heirat arrangieren, da haben wir es ja. Und Moment, wo ist er? Prinz Louis. Hier sieht man es, Prinz Valaran ist ja erst 1 Jahr alt und hier 5 Jahre und 3 Jahre und dann versuchen wir das hier einfach mal einzugehen. So, Louis erhält 1000 Prestige, ja eine sehr angesehene Familie, natürlich angesehene Dynastie und Sophia Carling-Lehr erhält auch 600 Prestige. Wir sind ja mittlerweile auch bedeutend, ja. Okay, dann werden wir diesen Vorschlag hier mal abschicken. Und hier, um es nochmal zu zeigen, Bayern ist ja auch sehr mächtig. 15.900 Mann, fast 16.000 Mann. Und die Tochter, die hier in Frage gekommen wäre, wäre hier Prinzessin Ramhilde von Bayern. Aber da die Nachkommen halt auch immer wichtig sind, ich weiß jetzt nicht, es wäre hier wahrscheinlich möglich gewesen, könnte man machen. Wahrscheinlich würden sie auch Nachkommen zeugen, aber das sind dann hier 8, 7 Jahre Unterschied und das ist doch eher untypisch, dass die Frau so viel älter ist als der Mann. Von daher lasse ich das einfach mal bleiben. Hier scheint jetzt vielleicht kein
Nachwuchs zu kommen. Aber wie sieht es dann hier mit Luitfried von Bayern aus? Die haben ja dann hier auch Kinder. Hier sieht man es zum Beispiel. Kunitsa Karling Cham, 7 Jahre. Und da kann ja immer noch was kommen, ja. Er ist ja auch ein lüsterner Prinz. Und seine Frau ist ebenfalls lüstern. Also da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Das können wir uns auf jeden Fall mal vormerken. Okay, ansonsten, was haben wir eigentlich noch weiterhin zu tun? Wir haben ja noch 8 Nachrichten. Wir können hier natürlich immer noch Kriege erklären, die wir hier erstmal nicht erklären werden. Immer noch sind wir Erbe oder Erbe könnte weitere Titel erben, so rum. Und wir sind natürlich auch hier Zweiter in der Erbfolge für den Titel der Grafschaft von Rennes. Aber das werden wir nicht in irgendeiner Form ausnutzen. 500 Gold haben wir auf der hohen Kante. Das ist schon mal sehr schön. Und jetzt werden wir einfach mal die Zeit weiterlaufen lassen. Und was ist hier los? Ich dachte jetzt schon, es steht schon da, tief erschüttert. Ich dachte, jetzt wird hier abgesagt aus Deutschland. Der König ist irgendwie mit der Verlobung nicht einverstanden. Aber worum geht's hier? Wer ist das überhaupt? Der Hochkönig. Ah ja, der Hochkönig von Irland. Und wir sollten da ja jemanden aushändigen. Eine Dame, die da irgendeinen Anspruch hat. Und da diese aber natürlich verheiratet ist mit unserem Hofantiquar, haben wir gesagt, nö, wir sehen da gar keinen Grund. Wir sehen da auch überhaupt gar kein Problem. Haben da auch nicht den größten Respekt vor ihm. Er hat eher uns zu respektieren. Und er schreibt jetzt hier, ich bin tief erschüttert. König Simon Gesandten Jeroc vorgetragen wurde. Jaja. Mehr zu mir zurückzuschicken, war kaum eine dreiste Forderung. Und doch habt ihr euch eher als unbesonnen und gehässig, denn als weise erwiesen. Königreich von Frankreich wird mit derart unwürdigen Narren wie euch auf dem Thron gewiss ein unrühmliches Ende nehmen. Und man kann nur hoffen, dass euer Nachfolger nicht nach euch kommt. Das sind ja hier wirklich verbitterte Worte. Die Frage ist natürlich, wie sehr uns das hier verletzt. Ich finde, das ist hier schon eigentlich erschütternd, was er so schreibt. Zumal das hier nur so ein kleiner Anlass war. Wir gucken mal drauf, wie sich hier unsere... Er verliert 20 Meinungen von uns. Und er nimmt hier das vorgeschlagene Verlöbnis an. Ja, das Verhältnis ist immer eigentlich noch einigermaßen positiv. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir nehmen das nicht so. Wir sind ja verbündet durch unsere Tochter, ne? Prinzessin Beatrice von Frankreich. Ja, Moment, schau mal hier. Sie. Und ja, wir werden ja jetzt nicht irgendwie rachsüchtig sein. Wir sind ja auch nachsichtig. Sehen jetzt einfach, dass er da ein bisschen beleidigt ist. Und der wird sich schon wieder beruhigen. Ich glaube, so würden wir das sehen. Okay, wie sieht es jetzt aus hier mit unserem Freund? Kann er den Krieg jetzt hier endlich mal für sich entscheiden? 100%. Und dann wird er hier Graf Giraud wahrscheinlich direkt einkerkern. Schauen wir mal zu ihm. Oh, ihm geht's aber überhaupt nicht gut. Ist er jetzt hier verwundet? Moment mal. Nee, ich dachte schon, er wäre verwundet. Er ist einfach nur ein Trunkenbold geworden. Oder ist das jetzt schon eine Weile wahrscheinlich? Und ja, er hat den Krieg jetzt hier beendet. Und Giraud ist jetzt eingekerkert worden. Na gut, dann hat sich also auch dieser letzte Konflikt hier in Frankreich erst einmal in Luft aufgelöst. Wir haben jetzt hier wieder ein bisschen Reserve. Das heißt, wir können wahrscheinlich hier wieder ein bisschen investieren, da wo es halt möglich ist. Wir hatten ja gesehen, wir haben ja eigentlich fast alles bis zum Maximum ausgebaut. Kann man hier eigentlich noch mehr ausbauen? Bei Notre Dame? Nee, das geht gar nicht. Dachte ich mir jetzt schon, aber ich wollte zumindest nochmal nachschauen. So, jetzt meldet sich hier Herzogin Bourgogne von Berry. Und da bin ich immer ein bisschen verwirrt, denn da bin ich mir immer ein bisschen unsicher, ob die nicht hier auch Mitglied der Freiheitsfraktion war. Das waren ja eigentlich paar. Hat sie nicht auch dazu gehört? Ich dachte eigentlich. Aber ich habe die verschiedenen Herzoginnen da sowieso immer so ein bisschen verwechselt. Aber er steht jetzt hier ganz allein da, dieser Graf Valeran. Das finde ich schon mal gut. Und sie bringt auf jeden Fall hier teure Geschenke mit. Wir haben keine gute Meinung von ihr. Warum eigentlich nicht? Wegen männlich dominiert, sadistisch lüstern, Jugendquälgeist. Oh, sie war ein Jugendquälgeist von uns. Das wusste ich gar nicht. Steht das hier noch irgendwo? Nee. Da konnte ich bisher auch noch gar nicht wissen.
Okay, das erklärt dann natürlich einiges, wenn sie hier Mitglied in irgendeiner Fraktion war. Auf jeden Fall. Als was ist sie eigentlich bekannt als Patriarchin? Okay, alles klar. Und was war das jetzt hier noch? Nee, das war nur ihre Meinung. Ich möchte unsere Meinung nochmal sehen. Hat gegen mich ein Komplott geschmiedet. Das hat auch noch dazu geführt. Und ja, sadistisch. Also wir mögen sie einfach vom Charakter her überhaupt nicht. Das heißt, wir könnten jetzt hier einfach sagen, ihr Scharren an der Tür interessiert uns nicht. Wäre natürlich eine Möglichkeit, ja, wenn wir sie hier jetzt absolut nicht leiden können. Andererseits bringt sie hier ja auch tatsächlich Gold mit. Ist nur die Frage, ob wir jetzt hier, weil wir keine Achtung vor ihr haben, sie einfach draußen lassen. Andererseits würden wir ihr wahrscheinlich auch das Gold abnehmen und dass sie vor uns auf die Knie fällt, ist ja auch eine gewisse, naja, jetzt nicht unbedingt eine Erniedrigung für sie, aber zeigt halt wirklich, wie, wer hier das Sagen hat. Ich denke, das kann man schon mal auswürfeln in dem Fall. Ich könnte mir schon vorstellen, gerade so als Jugendquälgeist, dass wir sagen, ach, soll sie wieder heimgehen, hat dann eine ewige Anreise unternommen und ist uns nicht wichtig. Und dann muss sie halt wieder umkehren, kann bei uns hier kein kühlendes Getränk zu sich nehmen und so weiter. Wäre eine Möglichkeit. So, und ich würfel eine 4. Und damit sagt er tatsächlich, ihr Scharren an der Tür bedeutet mir nichts. Und das ist tatsächlich auch ein Akt der Tyrannei. Andererseits, beziehungsweise ist es nur hier ein ganz kleiner Akt der Tyrannei. Also eine Meinung wird hier verloren. Und wir haben ja sogar diesen Bonus, dass Tyrannei möglichst schnell vergessen ist bei uns. Und ja, dann wird sie hier tatsächlich zu unserer Rivalin. Ja, und dann werden wir sie einfach mal anpinnen. Und jetzt haben wir hier tatsächlich eine Rivalin. Und wir könnten ja auch mal schauen, wir könnten hier Vasallenbande ändern. Wir können sie natürlich hier auch einkerkern und so weiter. Aber ich glaube, das machen wir nicht. Oh, aber es gibt einen Komplott bei Hofe. Eigentlich wollte ich mich hier gerade darum ein bisschen kümmern. Wir widmen uns mal kurz dem Komplott und dann hier wieder auf der anderen Seite. Und dann müssen wir natürlich hier noch schauen bezüglich der Investitionen. Vielleicht sollten wir auch einfach mal Pause machen, sonst wäre er dich hier überschüttet. Und unser Gold häuft sich ja auch immer mehr an. So, also unser Ratsspitze informiert uns. Und zwar soll eine Person ermordet werden. Ein Gast von uns. Was ist das hier für ein Gast? Das ist ein Arzt, ein gebildeter Mann. Und können wir den eigentlich hier auch einfach mal anwerben? Der würde uns ja potenziell, also ich meine, er könnte ja Ritter sein und falls nicht, dann wäre das natürlich auch eine Möglichkeit. Kostet hier 136, aber ich weiß nicht, noch so einen Arzt hier mit am Hofe zu haben, falls da noch irgendwie was passieren sollte. Oh, seine Frau sah hier aber auch traurig aus. Ein langes Gesicht. Katholisch und nordisch. Ja gut, das schreckt uns jetzt hier nicht doll ab. Wir können ihn halt aufgrund der Kultur nicht allzu gut leiden. Aber ich meine, das könnte ein nützlicher Mann sein. Kostet 136, wir haben das Gold ja übrig. Von daher werden wir ihn jetzt einfach mal tatsächlich anwerben. Und ja, dann hoffe ich auch einfach mal, dass wir hier den Übeltäter finden. Hätten jetzt natürlich auch abwarten können, ob der hier stirbt oder nicht. Aber wir gehen jetzt einfach davon aus, dass unsere Gäste normalerweise sicher sind. Und wir haben ja die Existenz hier zumindest aufgedeckt. So, jetzt werden wir mal hier schnell pausieren. Ja, er wird auch gleich einer unserer Ritter. Das ist natürlich auch nochmal ein Vorteil. Er ist jetzt hier nicht allzu begabt, halt durchschnittlich. Aber das ist auch in Ordnung. Ist die Frage, ob wir ihm hier noch eine Frau suchen. Er ist ja jetzt hier schon 45. Seine Frau ist jetzt hier verschieden. Die Frage, seit wann ist sie denn tot? Starb unter mysteriösen Umständen. Ja, auch erst kürzlich jetzt hier im Januar. Vor ein paar Tagen erst. Das ist natürlich auch noch so eine Sache. Na gut, wir lassen ihn zumindest mal solo. Solange dieses Komplott jetzt hier noch am Laufen ist. Und jetzt gucken wir mal schnell nochmal bezüglich der Investition. Also hier war das alles nicht weiter möglich. Diese Landvogtstube konnten wir ja auch nicht weiter ausbauen, ne? Dann brauchen wir erst Kräne. Na gut. Und hier ist alles beim Maximum. Da auch. Ah, hier können wir das noch weiter ausbauen. Und zwar Jagdreviere, beziehungsweise die Jagdtürme. Auch das ist relativ günstig.
bringt auch nochmal Einnahmen. Das ist doch schon mal ganz gut. Okay, so, jetzt kommen wir mal aber wieder zu unserer Rivalin. Und klar könnten wir sie hier einkerkern. Wir hassen sie ja auch. Nee, Moment, als Verbrecher bekannt. Er ist ja als Verbrecher bekannt, oder? Oder ist es hier sie? Moment mal. Nee, er nicht. Sie ist das tatsächlich. Hat gegen mich einen Komplott geschmiedet. Wir können sie jetzt auch einfach einkerkern. Wäre auch möglich. Warum sagt sie nein? Achso, weil sie sich dem widersetzen würde. Ha. Aber ich würde sagen, wir könnten hier mal schauen, wir könnten ja auch einfach die Titel aberkennen. Wäre auch eine Möglichkeit. Worüber herrscht sie denn jetzt hier ganz genau? Über das gesamte Herzogtum von Berry. Und ganz ehrlich, wir hätten hier ja sogar noch was übrig. Und würden doch viel lieber unseren Söhnen das alles hier vermachen, oder nicht? Können wir das machen? Oder müssen wir das ganze Herzogtum dann auch wieder abgeben? Wäre auch eine Möglichkeit. Ich meine, wir sind ja eigenwillig. Wir haben da wenig Achtung vor anderen. Wäre eine Möglichkeit. Titel aberkennen. Wir schauen mal, wie viel Tyrannei das denn hier grundsätzlich bringt. 30 Tyrannei. Beziehungsweise 30 Meinungen werden sie hier verlieren. Das mag unser Volk überhaupt gar nicht. Wir könnten hier komplett das Herzogtum aberkennen. Dafür, dass sie uns wahrscheinlich so geplagt hat während unserer Kindheit. Und wir haben ja jetzt hier intern alles unter Kontrolle sonst. Das können wir eigentlich schon mal machen. Ich meine, minus 100 bedeutet ja regelrechter Hass. Ja. Dann machen wir das doch einfach mal. Wobei, können wir sie nicht einfach exkommunizieren lassen? Und dann ihr das Ganze aberkennen? Dann gibt es doch garantiert überhaupt keine Tyrannei, oder? Müsste doch sein. Oder ist das einfach nur nochmal obendrauf? Wir schauen mal. Vielleicht geht das ja. Exkommunikation erbitten. 500 Frömmigkeit würden wir einsetzen. Wir haben natürlich nicht allzu viel, muss man dazu sagen. Aber wir machen das jetzt einfach mal. Wir erbitten hier die Exkommunikation. Ich meine, sie ist ja sowieso hier eine Sadistin. Das haben wir ja in unserer Kindheit auch erlebt. Und lüstern. Eine Trinkerin, hat hier eine Geschlechtskrankheit bekanntermaßen. Nee, sowas geht ja überhaupt nicht. Das werden wir hier natürlich als Mittel benutzen. Exkommunikation erbitten. Ja, wir sind da irgendwie nachsichtig, aber nicht unserem Kindesquälgeist gegenüber. Und jetzt schauen wir mal, bis die Meldung da eintrudelt. Ja, und ihn hat das auch verstört. Und wir freuen uns, dass der Papst das genauso sieht. Und jetzt werden wir, das ist ja übrigens ein Verbrechen uns gegenüber. Jetzt können wir sie hier tatsächlich einkerkern, aber wir werden ihr hier die Titel aberkennen. Das machen wir mal zuerst. So. Gibt das hier... Nee, und jetzt gibt es überhaupt nichts, ne? Wir kriegen hier nur so ein bisschen Anspannung. Ja, und wir hätten hier eine neue Domaingröße. Das bekommen wir alles auf einmal. Wunderbar. Oh, wird nicht annehmen übrigens. Wir haben aber auch kein Druckmittel. Ja, dann soll sie sich mal hier auflehnen. Viel Spaß. Werden wir mal sehen, wie sie darauf jetzt reagiert. Ist wahrscheinlich empört. So, was kommt hier noch für eine Meldung? Verlobte können heiraten. Ah, das ist jetzt hier die ganze Geschichte in Irland. Ja, und sie nehmen das hier trotzdem noch an. Auch wenn er natürlich so einen leichten Groll gegen uns hat. Dann werden wir den Vorschlag hier abschicken. Wunderbar. Und... er nimmt auch an und sagt auch, möge Gott ihnen ein langes Leben und viele Kinder schenken. Ausgezeichnet. Also, ich denke, er ist vielleicht ein wenig darüber hinweg, dass wir ihn ein wenig erzürnt haben. So, jetzt gucken wir hier aber mal. Ja, und jetzt meldet sie sich natürlich bei uns. Von euren Missetaten erzählt man sich von Irland bis China. Offensichtlich ist unser Disput nur auf dem Schlachtfeld beizulegen. Ja, und sie hatte jetzt einen Verbündeten. Wer ist das hier eigentlich? Graf Barthelemy II., der Fehler, und der darf ja nicht mal einschreiten, ne, weil das hier so eine interne Angelegenheit ist, und sammelt die Truppen. Dann gucken wir mal, hier oben sind noch ein paar Meldungen eingetroffen. Die Brosche von Fabrice hat eine geringe Haltbarkeit, die ist aber auch einfach gewöhnlich. Und von Königin Barbara
Die hat natürlich hier eine längere Geschichte. Ja, die Urgroßmutter von uns. Auch wenn sie hier gewöhnlich ist, aber das ist halt direkt von erschaffen von Giraud, Empfänger Barbara in Paris. Ja, okay, sie hat die jetzt nicht erschaffen. Okay, dann bleiben wir aber bei dem der Sache, dass wir die gewöhnlichen Sachen einfach hier verfallen lassen. Da werden wir uns nicht weiter drum kümmern. Okay, wir werden hier das Glaubensoberhaupt nicht um Gold bitten. Wir werden Dynastiemitglieder hier auch nicht in den Krieg rufen, die Verbündeten auch nicht. Das geht, denke ich, alles so in Ordnung. Und ihr könnt Titel erben, ja, das war immer noch dasselbe. Okay, alles klar. Dann werden wir unser Heer mal ausheben. Eigentlich braucht man da auch gar nicht alles, ne? Können wir hier nicht einfach nur Kriegsvolk ausheben und lassen die ganzen Aufgebote da? Wäre doch auch eine Möglichkeit. Können sie jetzt hier direkt daneben ausheben? Wie machen wir das? Alles Kriegsvolk hier ausheben. Es dürfte ja generell schon ziemlich groß sein. Wir schauen einfach mal, wie groß es ist, wenn wir nur das hier ausheben. Das machen wir jetzt auch mal direkt in Paris. Ja, wir könnten hier noch viel näher rangehen, aber das passt schon. So. Und dann bin ich mal gespannt, wie groß das Heer dann hier ausfällt. Rorgon führt das Ganze an. Der ist eigentlich so ein bisschen im Ruhestand. Wir persönlich könnten das natürlich auch anstellen. Wäre eine Möglichkeit, gerade gegen unsere Rivalen. Finde ich eigentlich ganz nett. Machen wir das mal. Da ziehen wir hier mal persönlich in die Schlacht. Ist auch eine persönliche Geschichte. So, was haben wir jetzt hier? 3500 Mann sind das nur. Andererseits natürlich nur Kriegsvolk, also sehr hochwertig. Lassen wir die Aufgebote dann dort? Oder ziehen wir hier noch Aufgebote zusammen? Moment, lokale Armee ausheben. Hebt alle Armeen aus, die genau diesem Sammelpunkt am nächsten sind. Falls ihr nur einen Sammelpunkt habt, werden hier alle Armeen ausgehoben. Weiß jetzt nicht. Die sind aber gar nicht so groß. Moment, diese 4000 Mann hatten die doch gar nicht. Wir gehen jetzt tatsächlich einfach mal nur mit diesen 3500 Elite-Soldaten los. Gut ausgebildetes Kriegsvolk. Und ich denke, das werden wir da schon mit reißen können. 3700 Mann sind das jetzt hier. Sind aber viele Aufgebote dabei. Ist das jetzt hier ein bisschen überheblich von unserem Herrscher? Ich bin mir halt nicht so sicher, wie viel diese Aufgebote hier tatsächlich ausmachen. Ich denke, wir werden das jetzt einfach mal ausprobieren. Der König höchstpersönlich hat halt nur seine besten Mannen um sich versammelt. So, und was passiert jetzt hier? König Reinhold hat sich so verdient gemacht, dass der Papst persönlich seine wesentliche Rolle bei der Verteidigung und Verbreitung der Tugenden des katholischen Glaubens anerkannt hat. Dank des tadellosen Verhaltens dieses einzigartigen Menschen wird man noch lange die Karling-Dynastie mit Frömmigkeit und Eifer in Verbindung setzen. Sie sind ein Vorbild für uns alle. Die Blutlinie wurde hier geheiligt. Er ist jetzt hier der Gesalbte, König Reinhold von Lothringen. Okay, das ist natürlich auch interessant. Da sollten wir vielleicht auch mal schauen. Ist das denn hier nicht alles möglich? Und es gibt schon wieder einen neuen Papst hier. Papst Stephanus. Weil eben war das ja noch Papst Honorius. Boah, jetzt wird die Musik aber hier laut. Meine Güte. Okay, dann nehmen wir das jetzt einfach mal so zur Kenntnis. Wir schauen vielleicht mal in die Entscheidung rein, ob wir da auch sowas in der Art hätten. Blutlinie stärken. Was sind denn da die Voraussetzungen? Ach, das ist aber hier was anderes, oder? Das geht gar nicht in die Richtung. Ihr habt die Eigenschaft aus der Gruppe helle Köpfe und so weiter. Eine Eigenschaft. Okay. Nee, das haben wir natürlich nicht. Ist ja irgendwas anderes. Es fehlen 20 Gold. Was war das denn hier nochmal? Adelswürde, Ruhmstufe ist ja haben. Okay. Na gut, das ist jetzt eigentlich gar nicht so akut. Ich bin jetzt mal gespannt, wie das jetzt hier aussieht. Wir werden mal diese Schlacht hier führen. Tatsächlich auch persönlich. Ist ja eine persönliche Angelegenheit vom König. Aber die werden hier gerade entkommen, ne? Mal sehen, ob wir das hier noch führen können. Ah, die gehen hier davon. Wir werden hier einfach mal belagern. Dann sollen sie uns doch mal stellen. Da sind wir jetzt sowieso schnell damit durch, würde ich mal sagen. Immerhin haben wir hier
80 Belagerungsgeräte dabei. So, und die belagern jetzt hier. Wie lange brauchen die? 10 Monate. Und wir sollten hier schneller sein, oder? 6 Monate, ja, das passt doch. Und womöglich nehmen wir die Herzogin doch hier gefangen. Die Frage ist, befindet sich die Herzogin auch hier? Wo haben wir es denn? Rivalin? Nee, die befindet sich tatsächlich hier in der Armee. Jetzt könnten wir dann natürlich sie jagen gehen, aber wir werden jetzt einfach mal die Belagerung hier durchführen. So, und jetzt kommt es hier noch so ein bisschen zu einem Bruch. Denn unser Onkel, gegen den wir hier natürlich einen Aberkennungsgrund haben und dieses Druckmittel und ihn davon abgehalten haben, sich hier dieser einen Fraktion weiterhin anzuschließen, der hat jetzt hier eine Nebenlinie erschaffen. Und ja, das ist doch schon nochmal eine Abgrenzung. Also klar ist er jetzt hier auf unserer Linie. Aber die Frage ist, wie schlimm sehen wir das, dass er jetzt hier so eine Nebenlinie erschaffen hat? Weil wir sind ja immer noch nachsichtig und er ist uns ja jetzt nicht wirklich feindlich gesinnt dadurch, ja? Ich denke, darüber können wir vielleicht hinwegsehen. Unser Groll gilt jetzt vor allem hier unserem kindlichen Quälgeist. 6 Monate, die ganze Geschichte. Dann werden wir einfach mal ein bisschen schneller laufen lassen, hätte ich gesagt. Cousin wurde jetzt gefangen genommen. Ah, irgendwo im Byzantinischen Kaiserreich, die ganze Geschichte. So, und jetzt ist ein Ratsmitglied gestorben unter mysteriösen Umständen. Das hat doch wohl nicht mit diesen Komplotten bei uns am Hofe hier zu tun. Das war unser Ratskämmerer. Mit dem waren wir eigentlich sehr zufrieden. Jetzt haben wir hier natürlich eine Möglichkeit, wieder wen zu wählen. Wer wäre da geeignet? Am geeignetsten wäre hier eigentlich noch Herzog Eustache. Wir können natürlich hier auch Herzogin Eustachie nehmen. Die ist sehr zurückhaltend. Was jetzt aber wahrscheinlich bei einer Ratskämmerin nicht das Problem sein sollte. Wie mächtig ist sie denn? Darauf haben wir ja immer so ein bisschen geachtet. Ja. Okay, also ich denke, dann können wir sie hier durchaus auswählen. Die ist wirklich auch am fähigsten. Und wir haben ja hier potenziell auch ein großes Vermögen, was hier verwaltet werden muss. Ja, dann machen wir das einfach mal. Wählen wir sie da hinein und dann haben wir jetzt hier ein weibliches Mitglied. Willkommen, willkommen. Ja, aber mysteriöse Umstände, das finden wir schon ein bisschen merkwürdig. Unsere Ratsspitze ist ja hier auf komplotte Stirn. Da werden wir sicherlich eine Anweisung erteilt haben, dass da Vorsicht zu walten lassen ist. So, und jetzt hoffe ich, dass hier nicht irgendwelche Ereignisse eintreten, die die Belagerung hier beschleunigen. Jetzt wurden hier noch Jagdtürme gebaut. Cousin wurde wieder freigelassen. Ja, und ich denke, 2 Monate ist ja hier der Unterschied. Da werden wir, denke ich, auch die... Da hätten wir auch die Zeit, hier dazu zu stoßen. Kam hier noch eine neue Meldung rein. Ja. 4 Monate. 5 Monate. Die holen ja auf, ne? Die holen ja auf. Das ist knapper, als ich es eigentlich wollte, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir könnten natürlich hier noch die ganzen Aufgebote ausheben. Wäre eine Möglichkeit. Aber wir machen das jetzt mal nicht. Das übernimmt jetzt mal hier der König. 57 Tage. Jetzt hier wieder 4 Monate. Was ist denn da los? Warum ist denn das wieder zurückgegangen? Okay, unsere Tochter hier profitiert von der Ausbildung. So, und jetzt hier wieder 51 Tage. Jetzt ist das wieder vorgesprungen. Vielleicht war es auch noch irgendein Anzeigefehler. Oh, und jetzt konnten wir hier tatsächlich die Belagerung schnell abschließen. Da gab es noch irgendein Sonderereignis, wodurch das geklappt hat. Und jetzt werden wir hoffentlich das hier noch abbrechen können. Wie lange dauert das jetzt? Wie viele Tage haben wir Zeit? Ja, 47 Tage. Und dann hoffe ich mal, dass wir hier das Ganze noch unterbrechen können. 39 Tage. Ach, kommt schon. 31 Tage. 28 Tage. Das wird noch reichen. Gehe ich jetzt mal davon aus. Und jetzt, es meldet sich jetzt noch jemand. So, Beatrice, Enkelin von Herzogin Burgundien und ihre Enkelin wurde gefangen genommen. Achso, das war diejenige, die wir gefangen genommen haben. Und Prinz Mathieu II. Fordert jetzt tatsächlich hier noch ein Artefakt. Der lässt uns nicht in Ruhe. Also jetzt, bald reicht's auch mal. Wir werden das Ganze hier ablehnen. Der bekommt diese Brosche nicht.
Und wir werden ihn im Auge behalten. Habe ich ihn denn überhaupt angepinnt? Den werde ich mal anpinnen. Jetzt sind wir hier natürlich noch beschäftigt, aber der erlaubt sich jetzt hier ein bisschen zu viel, würde ich mal sagen. Wir sind jetzt kein Choleriker oder sowas in der Art, aber wir wissen natürlich auch, dass er sich eigentlich nur zurückhält, weil wir dieses Druckmittel gegen ihn haben und er lotet jetzt seine Grenzen aus. Und diese Grenzen werden wir ihm auch aufzeigen. So viel sollte klar sein. Gut, jetzt kommen wir hier noch und können diese Belagerung noch abbrechen und es kommt jetzt hier tatsächlich zur Schlacht. Unser König übrigens, das erste Mal in einer Schlacht. Er ist ja eigentlich auch recht fähig, bedingt durch seine... Vor allem durch seine gute Ausrüstung. Und jetzt bin ich mal gespannt, weil wir sind hier natürlich zahlentechnisch unterlegen. Interessant, dass jetzt er natürlich das Ganze hier persönlich anführt gegen auch seine Rivalen, die auch selber an der Spitze der Armee steht. Also besser hätte man sich das jetzt eigentlich überhaupt nicht wünschen können. Und dann werden wir mal sehen. 12 Ritter gegen hier 5 Ritter. Die sind auch nicht allzu fähig. Wir haben sehr fähige Ritter mit dabei. Oh, Herzog Lu kämpft sogar mit, obwohl er jetzt schon 61 ist. Ja, unser Freund an unserer Seite gegen unsere, gegen unseren Quälgeist der Kindheit. Die Schlacht von Vendome. Dann schauen wir mal, wie sich das Ganze hier entwickelt. Wir sind hier leicht im Vorteil und unsere Tochter, auch natürlich wieder Beatrice, wird erwachsen. Schauen wir mal. Und sie hatte kaum ein natürliches Talent für die diplomatische Einflussnahme. Und dank eines hervorragenden Verständnisses aller Arten von Etikette, der Vertrautheit mit allen Formen der Unterhaltung und einer dazu passenden Eloquenz, dürfte sie das Leben am Hof spielend meistern. Ja, wie schnell sie doch flügge werden. Und das sieht doch so aus, als wenn wir das hier für uns entscheiden könnten. Aber ich sehe, wir sind schon am Ende angekommen. Das Ergebnis werden wir dann noch abwarten. Beziehungsweise dann beim nächsten Mal erleben. Und dann müssen wir uns natürlich um unseren Onkel kümmern. Mal sehen, was wir uns da ausdenken, wie wir da weiter verfahren werden. Dann sage ich Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.